zu einem Tutorial quasi. Und zwar geht es um den Tabletop-Simulator. Und zwar, aktuell Corona-Krise, ist es ja nicht großartig möglich, sich mal irgendwie mal mit Leuten zu treffen und mal ganz klassisch zu tabletoppen. Also sind viele Leute auf den Trichter gekommen, sich über Steam erstmal, wo ist er, den tollen Apparat hier zu holen, den sogenannten Tabletop-Simulator. Was ist der Tabletop-Simulator? Wir gehen da einfach mal ganz klassisch jetzt auch einmal kurz rein, bevor wir uns ja eigentlich um den Klatsch-Berserk-Games... Ja. Ich hoffe, es sind alte RPG da unter uns, die dann auch die wirklich nochmal klassisch was mit diesen ganzen Würfeln hier anfangen können. So, das ist das gute Stück. Es lässt sich, wie der Name schon sagt, Tabletop, also sprich Brettspiele damit simulieren. Wir machen mal den Chat-Kram hier aus. So, kann ich das nicht ausblenden? Nein, kann ich es gerade nicht ausblenden. Doch, da ist er. So, damit lassen sich quasi Brettspiele simulieren. Wir machen einfach mal so ein Singleplayer-Game hier auf. Machen mal ganz klassisch. Was haben wir denn hier? Wir machen Backgammon auf. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie Backgammon funktioniert. Ich gestehe gerade, ich oute mich gerade. Ich habe keinen Plan von Backgammon. So, und hier wird dann auch quasi schon so ein Tisch simuliert. Hingestellt, man kann da links Brocken aufnehmen, man kann die Sachen hier durch die Gegend schmeißen und hin und her bewegen und allen drum. Man kann die sogar ganz klassisch würfeln und drag und drop. Das ist eigentlich an sich schon mal gut. Hier ist auch schon mal richtig mein Name hier eingeblendet. Der Kasai aktuell kein Gegenspieler hier mit bei. In dieses Spiel könnte sich, wenn es jetzt nicht ein Singleplayer gewesen wäre, könnte sich hier auch jemand mit einklinken. So, aber warum zeige ich euch das? Tabletop, unser Lieblings-Minispiel, ist natürlich auch irgendwo ein Brettspiel. Es gibt diverse Modifikationen zu diesem Ding hier, die uns quasi ermöglichen, unser heißgeliebtes Spiel hier auch online mit anderen Leuten zu spielen. Da sind ein paar Vorarbeiten für nötig. Und jetzt ist es dann auch mal direkt wieder einmal zurück auf den Desktop, beziehungsweise eigentlich mal ins Discord geht. Das hier ist die Tabletop-Simulator Warhammer 40k-Gruppe im Discord. Den Link dazu schmeiße ich nachher auch noch einmal rein. Und zwar gibt es hier danach auch rechts zu finden, gibt es ganz viel Zeug. Das ist im ersten Augenblick sehr erschlagend. Ne? Wundert euch auch da nicht, mutet vielleicht mal kurz eure Headsets oder auch eure Mikrofone, wenn ihr da reingeht. Keine Sorge, die Jungs und Mädels sind eigentlich recht entspannt. Da werden auch immer Leute gesucht zum Spielen, aber hier sind auch jede Menge Tools auch geparkt, die man fürs Zocken braucht. Wir gehen hier einmal auf Download Links und dann landet ihr quasi hier. Könnt einfach mal runterscrollen und ganz unten gibt es den Catalog Installer 0.2b. Das ist eine Exe. Exe aus dem Internet, immer ganz gefährlich, keine Sorge, hat mir das Ding auch auf den Rechner gepackt und wir können uns darunter halten und ihr könnt mich noch sehen, also kann es ja nicht schlimm gewesen sein. Dieses gute Stück einmal quasi euch auf die Platte ziehen, ne? Und wenn ihr, hoffentlich habt ihr natürlich schon den Tabletop-Simulator und dann ausführen. So, der ganze Spaß, ich schiebe ihn mal ins Bild, generiert dann quasi das hier einmal bei euch auf der Fläche, in einem beliebigen Laufwerk den ganzen Kram einmal nehmen und dann kommen wir zum wichtigen Teil. Ihr müsst es nämlich dann quasi in eure Infos, die der Tabletop-Simulator quasi bei euch so auf der gespeichert hat, verschieben. Und zwar ist das dann dieser PC, Dokumente, MyGames und Tabletop-Simulator. Dort müsst ihr den ganzen Spaß einmal rein kopieren. Warum müsst ihr das machen? Dieser Katalog enthält quasi alle Informationen, die ihr für eure Armeen braucht, weil klar, wir gehen einfach nochmal in diesen netten Simulator rein. Hier sind jetzt effektiv noch nicht die Informationen über all eure Armeen hinterlegt, die ihr vielleicht spielt. Da kommen wir auch gleich noch einmal zu. Sondern da sind natürlich nur so Standard-Brettspiele hinterlegt. Es gibt auch jede Menge DLCs dazu, aber da kommen wir jetzt einmal gleich. Wenn ihr das, was ich euch gerade einmal gezeigt habe, ausgeführt habt, kopiert habt, ich kann auch gerne nachher nochmal eine kleine Anleitung unten in die Videobeschreibung reinpacken, dann seid ihr quasi schon fast fertig. Wir können nämlich jetzt einfach mal gucken, wir können hier mal auf Games klicken und dann einmal auf Save and Load. Also hier gibt es noch jede Menge anderen Kram. Man kann auch direkt über Workshop hier so ein paar Sachen suchen. Wenn ich jetzt auf Browse hier klicke, lande ich direkt auch wieder hier in so einem Suchmodus-Ding drin. Da lassen sich auch ganz viele Sachen zum Warhammer 40k suchen, aber das Save and Load-Ding hier ist eigentlich die schönere Variante. So, jetzt würde man natürlich gerne am besten den Tisch direkt an den Start bringen, Figuren da drauf knallen und losgehen. Ganz so einfach ist es nicht. Es ist ein bisschen Vorarbeit nötig, die ich euch zum Glück hier schon einmal abgenommen habe. Ich zeige es euch aber trotzdem einmal. Hier sehen wir einmal
Der Save-and-Load-Ordner, links packt euch dann direkt auch in die Unterverzeichnis. Hier sind richtig schön aufgeschlüsselt dann schon mal die jeweiligen Fraktionen. Auch ein paar Tools sind auch mit dabei gepackt. Wir hüpfen mal direkt bei den ikonischen Space Marines rein. Sind eben das Aussehen geschildert. Eben von dem Ding hier gibt es alles von der Death Watch bis hin zu den Imperfists, Ultramarines ist da jede Menge da. Für die Chaoten unter uns auch jede Menge Dämonen, Chaos Knights, World Eaters, Black Legion, alles vorhanden. Elder auch jede Menge da. Und dann kommen wir natürlich zum wichtigsten Teil. Haha, nein. Ich selbst bin Imperium-Spieler. Ich spiele Astra Militarum oder für die Oldschooler unter uns, wie ich es auch sehr gerne nenne, Imperial Guard. Und dort kommen wir auch quasi schon zum ersten Teil. Weil, bevor ihr euch jetzt irgendwo direkt loslegen könnt, müsst ihr natürlich erstmal eine Armee bauen. Und dieser ganze Simulator basiert darauf, dass ihr quasi Tische lädt oder, sagen wir mal, Tablets, nenne ich sie jetzt einfach mal. Wir laden jetzt quasi einmal hier Imperial Guard 2. Ich finde das Ding einfach übersichtlich. Dann spawnt so ein Tisch und da sind dann schon jede Menge Units drauf. Und wir zoomen mal näher ran. Hier ist einmal der ganze Kram quasi aus der Standard-Riege. Dann haben wir hier daneben Forge World und hier links unten sind so ein paar Work-in-Progress-Sachen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen näher ranzoomen, sehen wir, das sind Modelle aus Dawn of War, dem Computerspiel. Ja, auch alles schön schon auf irgendwelchen Bases oder sowas hier drauf. Die können angeklickt werden und hin und her geschoben werden und die können auch zum Beispiel schon kopiert werden. Das ist jetzt wie so eine Art Armee-Bilder-Baumodus, nenne ich es jetzt einfach mal. Wir nehmen jetzt einfach mal so einen Standard-Infanteristen hier, markieren uns den und kopieren uns den, Steuerung C und fügen den einfach mal irgendwo hier an der Seite ein und oh Wunder, zack, da steht er. Das lässt sich natürlich beliebig oft wiederholen. Wir können das auch direkt mit 3 machen. Kopieren uns den Truppsergeant vielleicht auch nochmal direkt daneben. Und auf einmal haben wir schon den 10-Mann-Trupp zusammen. Jetzt sehen die natürlich erstmal so optisch noch nicht nach viel aus. Jetzt brauchen die natürlich noch ein paar Waffen. Also wir wollen jetzt zum Beispiel dem Kollegen hier noch irgendwelche anderen Spezialitäten verpassen. Rechtsklick da drauf. Das ist das Schöne quasi an diesem Workshop. Jetzt nächstes jetzt mal an diesem Custom, an diesem Tablet, was ihr geladen habt. Hier sind schon ein paar Sachen drin, die wir verändern können. Wir können jetzt natürlich einmal wild shuffeln, das wollen wir natürlich nicht. Aber wir können dem verschiedene States verpassen. States sind hier gleichzusetzen mit so Loadouts, Nets, Waffenwahl, sonst irgendwas. Wir gehen jetzt einfach mal auf die Option 2, zoomen da mal näher ran und sehen auf einmal, der Kollege hat hier ein größeres Okular dran, der hat nämlich einen Scharfschützengewehr jetzt in der Hand. Und logische Waffenwahl dann da eben auch. Oder wir können mal auf States, ja, gehen mal auf State 2. Ja, wollen wir leider jetzt nicht. Können die nicht auswählen? Doch, können wir. State 3, der ikonische Flammenwerfer, eine schöne Standard-Waffenauswahl und so weiter. Und jetzt wollen wir zum Beispiel noch, was ich gerne immer bei Astras auch mitnehme, ist natürlich der Vox. Gibt es den Vox hier? Nein, die States sind hier ein bisschen klein, das ist gar nicht schlimm. Wir nehmen uns hier einfach einen von dem anderen Infantry Squad hier mit bei. Der wird zwar optisch nicht, vielleicht nicht hundertprozentig dazu passen, das ist aber gar nicht schlimm. Schieben den einfach mal hier mit bei. Oh, der hat mehr States. Okay, gut. Dann sollten wir vielleicht nachher. Ich glaube, das habe ich bei der anderen Auswahl auch gemacht. Ah, und schon, der hat ein Funkgerät auf dem Rücken. Und schon hat man rein theoretisch einen Standardtrupp zusammen. Ich kopiere mir den einfach mal. Sag jetzt einfach mal, jawohl. Ich will mit 3 Standardstrupp antreten. Und schon habe ich die da. Die kann man garantiert jetzt auch noch optisch hier mal. Funktioniert nicht bei allen, aber es gibt so ein paar Color Tints, die man anwählen kann zum Beispiel. Dass der jetzt einfach in einer knackigen Farbe hier erscheint. Oh, funktioniert, sehe ich leider gerade nicht bei allen. Hier nichts, aber es ist jetzt zum Beispiel recht so. Ich habe jetzt rote Bases, er hat eine rote Waffe. Der Kollege ist so komplett rot eingefärbt. Wir machen das mal mit dem Trupp hier oben auch. Und geben dem mal eine andere Farbe. Den geben wir zum Beispiel mal grün. Ja, okay, hüpft nicht ganz so raus. Vielleicht irgendwas knackigeres gelb. Ja, mit viel Fantasie zu erkennen. Aber auf jeden Fall, es ist möglich, sie nachher zu unterscheiden. Hier könnt ihr euch so gesehen dann eure ganzen Mannequins zusammenschieben. Es gibt jede Menge Auswahl. Es ist viel Zeug auch schon integriert worden. Aber hier links baut ihr quasi eure Armee zurecht. Hier geht es dann weiter. Ihr markiert euch die Mannequins, die ihr haben wollt. Mit einem Rechtsklick da drauf werden die dann einmal gespeichert unter Save Object. Und dann wird da irgendein stimmiger Name eingegeben. Ich habe das quasi gerade schon einmal vorhin offscreen getan, dass wir direkt gleich auch in die Vollen hüpfen können. Und dann seid ihr so gesehen in diesem Modus eigentlich so gesehen durch.
Es gibt über die Workshops noch diverse andere Sachen. Ihr könnt euch eure Stratagems, also eure Datenkarten, auch direkt laden und auf den virtuellen Tisch knallen. Es bietet sich natürlich an, wenn ihr jetzt mit jemandem übers Internet spielt, den Codex daneben liegen zu haben, dass man mal kurz reinlinsen kann. Aber es ist natürlich toll, das Ganze am Bildschirm zu haben. So. Jetzt gehen wir wieder auf Games. Jetzt wollen wir uns unseren eigentlichen Tisch nämlich laden. Beziehungsweise ich habe ihn unter Workshop abgelegt, aber ist jetzt gar nicht schlimm. Es gibt unter mehrere Tische zur Auswahl. Ich nehme einfach mal meinen Lieblingstisch und das ist der Warhammer 40k 6x4. Er hat nicht alle Funktionen, aber ich finde ihn einfach schon schlicht, finde ihn hübsch. Also kann man sich auf jeden Fall geben und schon haben wir hier einen Tisch. Das geht jetzt recht fix, wenn ihr das beim ersten Mal lädt, ne, dann dauert das ein bisschen. Ihr müsst die ganzen Assets reinladen, die ganzen optischen Sachen, etc. Und hier habt ihr jetzt quasi so einen Tisch, der hier so wild im All rumfliegt. Jetzt habt ihr auch direkt schon die Aufstellungszonen dann auch parat. Es liegen hier an der Sacherseite auch schon so ein paar Karten rum. Ihr werdet auch veraltete Tische treffen, also Sachen, die nicht mehr eingesetzt werden. Das ist aber die Sache dann einfach, wie ihr euch da quasi mit eurem Gegenüber einigen könnt. So, jetzt haben wir, zwar schon ein Szenario ist, ihr habt jetzt quasi mal so ein Game created und jetzt joint jemand. Jetzt natürlich erstmal gucken, nicht alles wild direkt auf die Platte knallen. Ja, sondern wir fangen an, die Armeen zu laden. Das heißt, ihr geht jetzt zum Beispiel mal auf Objects, Save Objects und ich habe hier quasi meine Tutorial-Armee einmal. 500 Punkte Astra Militarum, nichts Wildes. Klein, süß und überschaubar. Sind drei Standardauswahlen, ein Commander dabei, ein Panzer und ein Trüppchen Armored Sentinels. Wir sehen hier auch noch, da, und ein Kommissar, Entschuldigung. Die stehen, hängen jetzt gerade hier noch so ein bisschen wild in der Luft. Wir warten, bis die fertig geladen haben. Dauert ein klein bisschen. Und dann sieht sie auch schon. Markieren wir uns einfach Drag and Drop und ziehen, können sie mit dem Mausrad drehen und ziehen sie rüber auf unsere Tischseite. So, dann einfach Dings, um ein bisschen sortiert zu kriegen. Dings, der Panzer hier zählt auch als HQ-Auswahl. Der Company Commander zählt auch als eine HQ. Wir haben einen Slot Fast Attack dabei. Wir haben eine Elite-Auswahl und drei Standard-Trupps, die noch ein bisschen krude hier wild verteilt stehen. Die sortieren wir uns einmal kurz und stellen uns die einfach mal schön zurecht. So, wir müssen, können uns die jetzt hier hinstellen, dann eben wir sagen, jawohl, das ist mir jetzt hier ordentlich genug. Aber ich stelle fest, wir sind eigentlich noch im Discord. Die löschen wir einfach mal kurz und duplizieren uns einfach die anderen beiden hier einmal. Zack, zack und da sind sie. So, dann ist quasi hier erstmal auf, was heißt aufgestellt, aber ich habe meine Leute erstmal da. Dann hole ich mir den Gegner jetzt einmal ran, der auch durch mich jetzt dargestellt wird. Im Idealfall habt ihr einen, natürlich einen Gegenspieler. Und da bei mir hier im Haus quasi noch ein Necron-Spieler wohnt, habe ich mir einfach mal kurz 500 Punkte Necron hier nochmal auf den Tisch geschmissen. Bin zu der Erkenntnis gekommen, dass die sehr, sehr teuer sind, was die Punkte betrifft, weil viel Auswahl gab es eben nicht. Es sind eben auch zwei Trupps Necron Warrior, ein paar Immortals und ein Lord plus eine Kommandobarke, glaube ich, schimpft sich das Ding. Das ist wirklich nicht sehr viel, aber die sind einfach dementsprechend zäh. So, dieser das größere Gerät hier, das ist die Kommandobarke, der Lord mit dabei. Und die hier gelten als Standardauswahl. So, Armeen sind platziert. Jetzt brauchen wir natürlich Gelände, auf dem wir kämpfen können. Auch dafür wurde gesorgt. Das kann man auch unter Saved Objects kriegen. Ich habe mir so ein Waldhügel-Ding quasi hier einmal gespeichert. Funktioniert genauso wie Armeen bauen. Was sagen? Könntet also ja quasi, wir das Ganze vielleicht einmal kurz, geht auf Save and Load, macht hier dann Maps, Tools und Terrain auf. Wir gehen jetzt mal in so einen Terrain-Ordner rein. Hier sind jede Menge Sachen auch nur hinterlegt. Ne, dann lädt er quasi so einen Tisch auch mit jede Menge Geländematerial drauf. Dort sucht ihr euch das Zeug raus, was ihr haben wollt. Markiert es, Rechtsklick einmal drauf und dann speichern. Ne, und dann könnt ihr das Ganze quasi hier dann auch wieder direkt einfügen. Wichtig dabei ist erst Armeen, dann Gelände. Weil ansonsten, weil jetzt ist das Gelände rein theoretisch hier schon drauf und ihr spawnt eure Armee immer hier und schmeißt sie dann wild aufs Gelände. Kann man machen. Ist dann nur ein bisschen, vielleicht, weil ihr dann eure Männerkäste wieder raussuchen müsst, ist vielleicht irgendwas vom Tisch runtergefallen.
Weiß man nicht. So, wir haben die, platzieren die jetzt mal hier so ein bisschen. Und das lässt sich doch eigentlich schon fast sehen. Wir könnten vielleicht mal gucken, dass das große Geländestück eben hier in die Mitte wandert. Dass das Ganze ein bisschen klarer verteilt ist. Für ein bisschen Felsen, ein bisschen Hügel. Und schon wäre der ganze Spaß bereit. Das sieht doch schon fast aus wie so ein Tisch, den man irgendwo dann auch schon hat. Jetzt könnte man zum Beispiel einhergehen, beziehungsweise demonstrieren einfach ein paar Sachen, bevor wir jetzt Armeen hier einfach mal draufstellen. Wir kommen ja mal ein bisschen zu der Umgebung. Hier auch diese ganzen Teile, die sind auch beweglich. Wir könnten jetzt dazu übergehen, noch irgendwelche Statuen darauf zu packen. Ich zeige euch aber jetzt erstmal so ein paar kleinere Dinge. Und zwar hier stehen so lustige Würfelsäcke rum. Dann nehmen wir uns einfach mal ein, zwei, drei Würfel raus. Funktioniert genau wie im echten Leben. Ihr könnt die Dinger markieren und dann auch wirklich einmal ausholen und einfach mal irgendwo gegenwerfen. Oder wir können auch einfach die irgendwo mal hier bei uns schön auf einem. Ich neige dazu, mir immer schön quasi so Blobs zu bauen mit festen Größen. Markieren wir die einmal und dann über Kurztaste R werden die dann einmal schön gewürfelt und bleiben dann noch liegen und fliegen nicht übers Feld. Weil wir nehmen einfach mal ein etwas höheres Geländeteil, wie zum Beispiel eine Statue. Stellen die uns jetzt mal ganz dilettantisch hier bei Active Objectives, ist natürlich kein aktives Objekt, und werfen da mal was gegen. Natürlich furios verfehlt. Machen wir einfach nochmal, Vorführeffekt. Wir duplizieren uns die einfach mal auch. Und dann demonstrieren wir mal was quasi. Wir verschieben Gelände. Das wollen wir natürlich nicht. Jetzt ist die hier quasi umgefallen. Und hat im Extremfall noch irgendwas anderes über den Haufen geboxt, sind natürlich Dinge, die wir nicht wollen. Da sammeln wir unsere Würfel mal wieder ein. Deswegen bin ich auch generell nicht ein großer Freund davon, irgendwie auf dem Board zu würfeln, sondern eigentlich würfle ich in meinem Würfeltableau. Wir markieren uns den ganzen Spaß jetzt einmal. Oh, jetzt haben wir ein bisschen mehr. Rechtsklick da drauf und toggeln bzw. locken das Ganze. Dann könnt ihr einmal hier auf Lock klicken. Und jetzt könnte ich selbst das Ding hier noch versuchen anzuwählen. Es würde nichts passieren. Ich kann es nicht verschieben. Und das ist auf jeden Fall schon mal viel wert. Da kann also auch nichts umfallen. Gut. Dann kommen wir zum zweiten jetzt noch einmal kurz hier. Was auch interessant ist hier, dieser Tisch zum Beispiel, der bietet hier auch schon mal CP-Counter. Das finde ich auch sehr gut. Ich starte, glaube ich, mit 8, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und der Necron hier drüben auch. Startet mit 8 CPs. Ich glaube, Battle Forge, ich glaube, 5 Punkte Bataillon. Und dann gibt es hier unten zum Beispiel auch noch einen Victory Point Counter, auch sehr schön. Ne? Da kann man dann auch direkt mit arbeiten. Gut, jetzt habe ich euch ganz viel vollgequatscht. Jetzt stellen wir endlich mal Armeen auf den Tisch. Ich stelle jetzt einfach mal Kraft eigener Arroganz die Astras komplett einmal auf, so wie ich sie haben möchte. Und danach kommen natürlich dann die Necrons. So. Müsst natürlich schon ein bisschen am Schirm haben, was ihr welchen Minikes verpasst habt. Und das sollte man auf jeden Fall wissen. Und wie im richtigen Tabletop natürlich auch. Und dann Commander stellen. Wo ist er hin? Commander stellen wir auch mal schön in ein Geländestück hier rein. Dass er notfalls noch Deckung kriegt. So, ein Infanterietrüppchen. Ich weiß, wir haben keine Deep Striker. Das heißt, wir können die schon recht weit nach vorne schieben, dass wir die auch zügig an den Mann oder an den Necron bringen. Die stehen noch so ein bisschen verteilt. Die wählen wir mal schön aus. Dass die gleich recht zügig auch nach vorne kommen. Der Einfachheit halber ist das jetzt ein kardianisches Kontingent. Keine Specials dabei. Der Tank Commander ist optisch mit einer Battle Cannon und zwar in den Seiten Waffen mit schweren Boltern ausgerüstet. Die Laserkanone vorne im Rumpf muss ich leider proxen. Das ist als Standard hier nicht vorgesehen, beziehungsweise eben optisch nicht, leider nicht hinterlegt. Von daher müssen wir das leider proxen, aber solange man mit seinem Gegner damit auf dem Karten spielt und dem konkret sagt, was Sache ist. Ich rate sowieso dann da eben, dass man sich über Voice Chat da irgendwie kurz schließt. Das ist die einfach auch das Flair quasi auch ein bisschen offiziell. Man hat ja die Möglichkeit dann auch mit seinem Gegner zu quatschen. Die Möglichkeit zum Beispiel hier auch über das Discord, wo ihr nachher den Link auch einmal noch von mir kriegt, dort auch
quasi Kontakte zu knüpfen. Wie gesagt, die Leute sind da eigentlich immer auf der Suche nach ein bisschen Spielerei. Wer vielleicht jemand im Freundeskreis dann eben auch noch hat, ich versuche das gerade auch so ein bisschen in meiner Spielgruppe anzuschieben, dass wir da mal ein Grüppchen aufziehen. So, hier sehen wir jetzt, hier muss ich schon mal wirklich übergehen, die Leute einmal zu markieren, um den Farben zu verpassen, weil ansonsten kommen wir nachher durcheinander. Das ist jetzt Team Rot. Das hier mache ich jetzt einfach mal Team Blau. Leider schade, dass das mit den Color Hints nicht so hundertprozentig überall funktioniert. Oder irgendwie scheint es Sachen zu sein, die man schwer erkennen kann. Oh, das ist Team Gelb. Hier haben wir jetzt so den Teilbereich, ein Teil gelbe Helme. Hier sind sie im Teilbereich blau und hier sind sie rot. Ich denke, das kriegen wir aber hin. So, jetzt platzieren wir den Necron dann noch einmal, damit wir auch jetzt recht zügig mal vielleicht mal die ersten Spielzüge hier kriegen. Oh, die Command Barge. Ah, ich sehe, der Panzer ist da irgendwo. Ich stelle die Command Barge natürlich jetzt einmal strategischerweise hier ins Geländestück rein. Das heißt, ich bin komplett im Gelände, kriege natürlich Deckung dadurch. Der Kollege hier wandert auch mal direkt auf ein Geländestück. Und hier vorne sind die Mortals, die werden sich die Sentinels dann greifen an der Eimer. Ich habe hier mir für die Leute hier auch eine sogenannte Dynastie ausgesucht. Das ist auch so ein, ja, es sind wie so Ordensdoktrine jetzt so Leute, die primär Space Marines oder sowas spielen. Jetzt bei den Astras zum Beispiel wären es jetzt Regimentsdoktrinen, die dann Vorteile eben bieten. Die Kollegen hier kriegen auf halbe Reichweite einen höheren DS, also einen höheren Durchschlag. Und müssen dann natürlich dann eben hier dementsprechend nah ran an die Gegner. Das sind Schnellfeuerwaffen, die meisten Teile hier. Aber ich denke, das kriegen wir hin. So, na, jetzt sind sie platziert. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich fange mit dem Necron einfach mal an. Der Necron hatte weniger Drops. Mal machen wir jetzt einfach mal so. Und dann schauen wir uns mal, was passiert. Wir sind in der Bewegungsphase. So, wie bewege ich die denn jetzt? Klar, wir haben gesehen, wie Drag and Drop funktioniert das, aber man hat noch nicht so wirklich Möglichkeiten, irgendwas zu messen. Gibt es klar viele Seitendinger dann eben. Ich rate aber jedem, sich einfach mal so ein bisschen mit den... ich habe etwas vergessen. Verzeihung. Es sind natürlich hier noch so hässliche, schäbige Linien hier drauf. Diese Linien lassen sich über Vector Paint, lassen die sich aber eliminieren. Und dann sieht das Ganze nachher auch schon fast wie ein richtiges Schlachtfeld aus. Das macht auf jeden Fall optisch schon mal eine gewaltige Menge mehr her. Ja. Diese Linie will irgendwie nicht terminiert werden. Warum können wir dich nicht... Da geht. Und schon sieht das Ganze noch nach was aus. Ne? Wir zoomen mal ein bisschen näher ran und gucken uns das Ganze mal an. Die Necrons hier sind auch... Ah, die machen optisch was her. Sind eben viele Sachen eben aus Dawn of War im Computerspiel übernommen worden. Die Command Barge ist, glaube ich, halt anderweitig gebaut worden. Auch ein sehr schickes Ding. Wir machen eine kleine Kamerafahrt mal übers Feld hier. Hier steht die Imperial Guard Astra Militarum bereit. Die Sergeants haben die Truppen schon aufgewärmt. Hier ein Dreier-Kontingent Sentinels. Und hier hinter im Grün lauert der Tank Commander auf seinen Einsatz. Und ich sehe gerade, wir haben jemanden vergessen aufzustellen. Haha, wie konnte das denn passieren? Wir haben den Kommissar gar nicht aufgestellt. Ja, eigentlich müsste der Kommissar sich selbst ins Bein schießen, weil er feigert vor dem Feind. Und der Company Commander lauert hier heimlich still und leise im Dunkeln. Gut, Kamerafahrt abgeschlossen. Bewegung. Na klar, wir können uns die Truppen jetzt mal ganz klassisch markieren. Links halten, einfach mal gedrückt und drücken Tab. Und schon sehen wir hier, der Cursor verändert sich und zwar in ein Zentimetermaß. Sehr praktisch und ist auch von vornherein Zoll. Und wir können den ganzen Spaß hier bewegen und sehen auch direkt, wie weit wir dürfen. Jetzt Necrons sind leider nicht sehr schnell. 5 Zoll ist, glaube ich, das Maximum. Ich würde jetzt auch sagen, also achtet darauf, dass die Leute euch nicht versuchen, irgendwie zu bescheißen. Also im Sinne von, oh, ich drehe ja die Einheit mal kurz. Weil dann hätte jetzt der Äußere, nämlich Immortal, doch wesentlich mehr quasi an Bewegungsreichweite hingekriegt. Achtet darauf, spielt fair, wie im echten Leben auch. Und wir platzieren unsere Kollegen mal hier. Zack, und die sind bewegt. Wir können auch, wenn wir hier anklicken, können wir auch mal ein paar Pfeile eben machen. Ne? Dann kommt es auch mal so einen kleinen Beep. Also wir haben auch durchaus Interaktionsmöglichkeiten und können dann auch schauen, was der Gegner da treibt. Umschalten erstmal wieder auf den Grab-Modus mit F1. Wir machen dasselbe nochmal und bewegen unsere... Oh, das hat nicht funktioniert. Gedrückt halten, Tabulator
und 5 Zoll Eimerbewegungsphase für die Kollegen hier. Abgeschmissen, F1 zurück in den Grab-Modus. Gedrückt halten, Tabulator. Und dann einmal 5 Zoll nach vorne. Ne? Grab-Modus, dann gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, wie weit die Command-Patsche fliegen kann. Die kann ganze 12. Aber ich möchte eigentlich gar nicht 12 Zoll mit der fliegen. Ich möchte lieber gleich mit der schießen. Gauss-Kanone. Da kann Ballistikwerte von 3. Das ist jetzt so ein Punkt. Ich habe leider selbst nicht den Gauss bzw. den Necron-Codex, also hier. Das heißt, ich wüsste jetzt eigentlich gar nicht hier, was die Gauss-Kanone kann. Müsste ich nachgucken. Ich gehe aber auch irgendwie von einem Wert von einer Stärke von 8 oder 9 aus. Das ist eine normale Gauss-Kanone. Ich glaube 8. Der ist von 3. Und wahrscheinlich irgendwas im Schwer 2-Bereich. Also das wird schon nicht ohne sein, wie 3 Schaden oder sonst irgendwas. Aber da lasse ich mich gerne notfalls auch belehren. Gut. Wir nehmen dann natürlich noch einmal unseren anderen Trupp hier. Wählen den ganzen an, Tabulator gedrückt und lassen die dann furios erstmal ihre 4,9 Zoll vorwandern. Das wäre quasi so der Standard. Wir könnten dann natürlich jetzt auch einmal noch den Necronaut auch nochmal bewegen. Wie weit kann der? Der kann wahrscheinlich auch seine 5 Zoll. Grab-Modus, 5 Zoll und ab hinterher. Haben wir jemanden vergessen? Den stellen wir einfach mal dazu. Gut, Bewegungsphase abgehandelt. Jetzt wird es zum Beispiel ans Schießen gehen. Da, die Gauss-Blaster hier, die wir dabei haben. Rapid Fire, eine 1, eine Stärke 5, AP minus 2, ein Schaden auf 24 Zoll. Auch hier, wir können erstmal mit Tabulator messen. Wo wollen wir hin? Ja, wir sind leider noch zu weit weg. Also selbst mit viel, viel Liebe könnten die Blaster, Gauss-Blaster hier, links die Immortals, die Sentinels nicht erreichen. Aber wir könnten vielleicht mal so ein klein bisschen hier in das Trüppchen reinhalten. Aber auch, ist verdammt knapp. Also es könnten vielleicht, der könnte auch noch schießen. Der schon nicht mehr. Also 1, 2, 3, wir hätten 3 potenzielle Kandidaten, die hier schießen könnten. Wir versuchen einfach mal unser Glück und greifen uns 3 Würfel. Wir haben einen BF von 3, sprich wir treffen auf die 3. Markieren uns den Spaß hier einmal, drücken R. Und schauen mal, links, wir haben 2 Treffer. Das war links Stärke 5. U5 gegen die 3, also auf die 3. Würfel nochmal. Und jawohl, das wären auch 2, die da ankommen. Ich glaube, bei einem DS von minus 2, da kann auch nichts mehr passieren dann da eben. Da wären der Kollege einfach raus. Da wären 2 tot. Die können jetzt zum Beispiel, ich würde die jetzt nicht spontan einfach löschen, sondern ich würde die zum Beispiel jetzt einfach dahinter packen und es einmal mit F flippen. Um nämlich Moralwürfe gleich einmal zu simulieren. Hier haben wir also schon die ersten Verluste. Dann gucken wir uns das nächste Trüppchen einfach mal an. Die Warrior. Die Warrior hätten rein theoretisch auch. Da könnte ein bisschen knapp werden. Ja, die hintere Reihe kann schon nicht mehr. Die vordere Reihe könnte. Die vorderen 2. Der auch nicht mehr. Da wären auf jeden Fall auch 2 Schüsse nochmal drin. Von diesen Rorian. Die könnten da jetzt auch nochmal reinschießen. Machen wir doch glatt einmal. Was für ein BF haben die? Ich glaube, die haben auch einen von 3 oder von 4. Die haben einen BF von. Oh, schießen gar nicht mal so schlecht. Wir nehmen uns wieder 2 Würfel an. 2 Treffer. Stärke 4, genau, AP minus 1, ein Schaden. 4 auf die 3, auf die 3. Und da wäre ein Schadenspunkt, aber die haben nur ein DS von minus 1. Das heißt, auf einer 6 könnte ich das Ding also rüsten. Dann könnte der einsame Guardsman, den es hier jetzt getroffen hat, das Ding rüsten. Wir würfeln und eine 6 muss es sein und der hat gerüstet, so wie die Würfel es wollen. Kein Schaden. So, und so arbeitet man sich quasi da eben durch. Auch wie im echten quasi Tabletop. Es ist auch gar nicht so langwierig, wie ich jetzt finde. Weil hier quasi hat man die Würfel dann da eben. Hier würden sich natürlich abwechseln. Ich mache das jetzt quasi alles in einem Abwasch. Muss ja quasi meinen Gegenspieler mitsimulieren. Aber durchaus möglich ist es auf jeden Fall, dass man das damit machen kann. Zu den Möglichkeiten. Ja.
Ihr habt gesehen, wie man zieht. Ihr habt gesehen, quasi, wie das mit den Würfeln funktioniert. Eine Data-Cards oder sowas kann man sich ja reinladen. Wir haben die Möglichkeit, ein CP zu zählen. Und wenn es ganz mies läuft, haben wir auch noch eine Abschlussmöglichkeit. Wir können, was wir im echten Leben dann niemals tun würden, wir könnten den Tisch flippen. Das heißt, hier oben gibt es einmal schön die Option Flip. Ich drücke da jetzt vielleicht einfach einmal drauf. Und oh mein Gott, es hebt einmal wirklich alles ab, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Ganz kleiner Einblick. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr Möglichkeiten. Es gibt auch noch ein paar schicke Tutorials dann da eben hier. Einfach mal durch YouTube jagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da, teilen, liken, abonnieren, ne? Oder vielleicht auch mal mich einfach mal anschreiben und fragen so, ey, Kasai, hättest du mal Bock gegen mich zu spielen? Ich bin da auch eher der entspannte Spieler, keine Sorge. Also ich bin da jetzt nicht irgendwie scharf auf unbedingt alles und jeden von der Platte zu putzen. Ich bin eben primär Imperium-Spieler. Habe auch 2000 Punkte dann da eben hinter mir irgendwo auf dem Regal stehen. Von daher, das ist so mein Ding. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin erstmal raus. Euer Kasai. Ciao, ciao.